Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir hier drüben in Mechelon, auf der anderen Seite des großen Flusses, Ozeans. Ich glaube, es soll ein Ozean darstellen. Und haben das Kapitel die Ahnen gemacht. Und wie ihr sehen könnt, uns fehlten ja noch 60 Goldstücke. Die habe ich auch wieder geholt. Und es lag wirklich daran, dass wir in der Arena erst den Edelstein hätten aufsammeln sollen, anstatt dem Heiltrank. Und dass wir einmal gestorben sind. Da fehlten halt diese 60 Goldstücke. Deswegen kein Verlust, dass ich das jetzt einmal offscreen gemacht habe. Ihr habt also nichts verpasst. Stattdessen begeben wir uns jetzt in das Heiligtum. Denn wir wollen jetzt ja den Zauberer Zael finden. Und der soll an einem See im Norden leben. Oder gesehen worden sein. Oder wie auch immer. Da existieren. Wir dachten ja bisher, er sei tot. Weil er irgendwie umgekommen ist, als er den Riss hier geschaffen hat. Um die Enklave herum. Aber mal schauen, was uns da erwartet. Wir erforschen das Ganze einfach mal. Und ich habe mir gedacht, ja, mit dem Ritter, der ist ja ganz cool, aber der nimmt einfach viel zu viel Schaden im Nahkampf. Und die Jägerin, ich kann nicht so gut mit dem Bogen umgehen. Auf den Halbling und den Ingenieur trifft das Gleiche zu wie auf den Ritter. Deswegen nehme ich einfach mal einen magischen Charakter, und zwar die Druidin. Weil, wenn wir nach einem magischen Charakter suchen, und zwar dem Zauberer Zael, warum dann nicht mit einem magischen Charakter? Das hat doch irgendwie was. Und ich habe sie auch schon komplett ausgerüstet. Und zwar haben wir den Stab der Finsternis. Ich glaube, den hatten wir vorher auch schon. Ist der beste Stab, den wir zur Verfügung haben momentan. Den zweiten Stabslot lasse ich jetzt mal leer, weil ich brauche keinen zweiten Stab. Ich mag das nicht so, verschiedene Zauber zu kombinieren. Der Stab der Finsternis reicht mir da vollkommen aus. Wir haben den Zeremoniendolch. Das ist auch der stärkste. Drei Heiltränke nach wie vor. Und die mittlere... Ich wollte gerade sagen, nicht wegrüsten. Und die mittlere Rüstung. Und wir haben immer noch 450 Gold übrig. Also wir könnten theoretisch nochmal drei Heiltränke mitnehmen, wenn uns das Spiel lassen würde. Ich frage mich auch, wann wir die schwere Rüstung bekommen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Naja, wie auch immer. Vielleicht ja nach dem Level hier. Aber erstmal gehen wir in das Heiligtum. Die Seen des Nordens. Die Strukturen, die aus der stillen Oberfläche des Sees ragen, suchen ihresgleichen. Fremd anmutende rostige Gebilde, die aus einer Zeit noch vor der Entstehung der Kluft stammen. Mission: Du musst einen Weg in die Gebäude im See finden. Finde den hohen Zauberer Zael und Zael muss überleben. Ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Das ist also der See. Man hat kurz da oben gesehen, das sollte unser Luftschiff... Ah nee, das ist unser Luftschiff. Was war denn das da oben? Das muss ich mir gleich mal anschauen. Das da. Ach, das war auch unser Luftschiff. Ja, das gehört alles dazu. Irgendwie sieht das hier viel größer aus als im letzten Level noch. Ich will nicht. Ich will wieder zurück. Naja. Jetzt führt kein Weg mehr zurück. Wir sind hier an diesem See gelandet. Da hinten sieht man ferne Ufer. Und wir haben jetzt dieses interessante Gebilde hier gefunden. Ja, ein kleines Häuschen. Na, sieht doch alles ganz in Ordnung aus. Ein Wasserrad für einen Kran oder so. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe irgendwas gehört. Ah, okay, das war nur das Rad hier. Moment mal, wir sind hier an einem See. Und das Wasserrad funktioniert in einem See. Denken wir mal nicht weiter drüber nach. Da muss ja eigentlich eine Strömung für herrschen. Und ich glaube nicht, dass hier so eine Strömung herrscht, dass sich das Wasserrad dreht. Oder? Keine Ahnung. Egal. Na toll, wir brauchen einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Dann gucken wir uns doch mal die andere Tür an. Vielleicht kommen wir ja da rein. Zur Not machen wir einfach das Fenster hier kaputt. Oh, da schläft ein Ork. Hallo? Willst du nicht sterben? Töte ihn! Na, das war einfach. Also sind die Dregatar auch schon hier. Wobei, die sind ja nicht stark besetzt, wenn hier nur ein einzelner Ork geschlafen hat. Irgendwie tut es mir auch fast schon leid, dass ich dir denselben Schlaf gestört habe, aber... Ja, hey. Man tut, was man tun muss, nicht wahr? Und sie sind halt momentan mit uns im Krieg. Aber jetzt haben wir einen Schlüssel. Das heißt, gucken wir uns doch einfach mal an, was hier in diesem anderen Gebäude ist. Na, eine Winde. Man sieht schon, wo das Problem ist. Das Ding dreht sich zwar, aber es ist nicht mit dem anderen Zauber verbunden. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Und schauen, was passiert. Ja, jetzt funktioniert die Winde. Und das, was ich vorher als Kran bezeichnet habe, ja,
senkt sich jetzt nach unten. Ich glaube, man kann schon erkennen, was es darstellen soll, oder? Hm, oh ja. Ihr denkt richtig. Hat ein bisschen was von Bioshock, oder? Ja, wir begeben uns in einen Aufzug hinab in die Tiefen des Sees. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ein bisschen muss ich jetzt auch an Mist denken. Hm. Oder Riven. Aha, was geht denn da oben lang durch den Gang? Aber man sieht schon, hier ist ein wesentlich mehr unterhalb der Wasseroberfläche als... ein Seemann. Als oberhalb. Na, so ein bisschen wie Atlantis. Ja, hier sind wir jetzt also. 20.000 Meilen unter dem Meer. Oder so ähnlich. Und das Wasser läuft rein. Das ist natürlich... wie wär's mit Nein? Oh nein. Ich hätte vielleicht doch den Ritter nehmen sollen. Hilfe. Ah, Mumu. Komm, stirbt. Sterbt. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Hilfe. Nein. Geh weg. Ja, ich glaube, die Druidin war doch die falsche Wahl. Aber ich habe wieder volle... Moment. Fällt der Heiltrank das Mana wieder auf? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh Gott. Geh weg. Warum haltet ihr so viel aus? Komm. Sehr gut. Geht doch. Oh ja, das war eine neue Gegnerart. Und zwar war das ein Leech, wie man schon sehen konnte. Er hat Skelette beschworen und das fand ich jetzt gar nicht gut. Ich werde mal gucken, ob ich mit der Druidin weiterkomme. Ansonsten schauen wir mal, mit welchem Charakter ich das sonst machen möchte. Hier läuft auch das Wasser rein. Nein. Schon wieder so ein blödes Skelett. Aber diesmal kann ich von weiter weg angreifen. Okay, wenn ich nicht... Oh, geh weg. Wenn ich nicht auf so ganz engem Raum bin, dann kann ich die sogar ganz vernünftig erledigen. Das ist doch schon mal schön. Dann kriege ich das hin. Aber Hauptsache, wir erwischen diesen Leech. Ein bisschen Angst. Okay, da geht's runter. Da ist ein Skara-Krieger. Das ist, glaube ich, einer dieser Wassermänner, die wir gerade am Aufzug haben vorbeischwimmen sehen. Und der springt mir ein bisschen zu sehr rum. Da kann ich ihn gar nicht richtig treffen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Okay. Wenn man ihn einmal getroffen hat, dann hält er gar nicht so viel aus. Aber ihn zu treffen ist halt hier das Problem. Hm. Da ist ein Fenster. Diese Maschine braucht von irgendwoher Druck. Na gut, dann schauen wir uns mal an, ob wir ihm irgendwo Druck geben können. Gold. Gold, Gold, Gold ist gut. Wir haben bisher erstaunlich wenig Gold gefunden. Gerade mal 20 Goldstücke. Da ist schon wieder so ein Skara. Oder Skaara. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Na komm her. Stirb, stirb, stirb. Brava Skaara. Skaara. Wie auch immer. Brava Wassermann. Schon krass, was die für Glas haben müssen hier, damit das den Druck des Wassers aushält. Da geht's hoch. Ich hole mir erstmal das Gold hier. Ich glaube, das ist die beste Alternative, die ich bieten kann, die ich machen kann. Und dann scheiß auf die Treppe, wir klettern hier hoch. Oh nein. Stirb, Schattenskelett. Sehr gut. Okay, da scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein, da wir angegriffen werden. Schauen wir uns doch mal beim Tisch um. Nehmen wir mal was zu trinken mit. Ja, ein bisschen Gold. Das hat noch nie jemandem geschadet. Ja, wahrscheinlich schon. Ha. Ja, genau. So ein Fass, das wird auch helfen, hier das Wasser zu bändigen. Ja. Ich möchte hier nicht mehr Zeit als nötig verbringen. Ich hoffe, wir finden den Zauberer. Dich gehört. Ja, das scheinen richtig dicke Glasplatten zu sein. Es hat wirklich ein bisschen was von Bioshock, ne? Bloß, dass Enclave schon vorher da war. Krass.
Ah, Checkpoint wird automatisch aktiviert. Sehr gut. Ah, das ist eine Lampe. Ich dachte schon gerade, was ist das? Aber ich habe gesehen, dass hier irgendwas lang gehuscht ist. So. Du hast mich nicht überrascht. Jetzt natürlich die Frage, gehen wir da lang oder gehen wir erstmal hier entlang? Oh nein, hier steht ja alles unter Wasser. Oh Gott, weg, 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 weg. Stirb. Stirb einfach. Hilfe, Hilfe. Ah, geh weg. Ich will hier nicht sterben. Genau. Verreck du einfach mal bitte. Danke. Heiliger Bimbam. Gott sei Dank haben wir noch so viele Mana. Mana-Tränke, genau. Heiltränke, die wir unterwegs aufgegabelt haben. Ich fürchte, uns bleibt nichts übrig, nichts anderes übrig, als hier runterzutauchen und mal zu schauen, was wir hier so finden können. Hatte ich nicht irgendwo auch eine Luftanzeige? Oder irre ich mich da jetzt? Da unten ist Zeug. Unter anderem ein roter Edelstein, das finde ich sehr gut. Komm her. Oh, da kann ich sogar in die Luft. Das finde ich noch besser. So viel Geld. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Spätestens, wenn wir die schwere Rüstung zur Verfügung haben, brauchen wir wieder jede Menge Geld. Na gut, aber ansonsten scheint hier ja nichts weiter zu sein. Ich muss sagen, ich mag so Unterwassersachen. Also, es gibt ja viele Leute, die... sehr, sehr viele Leute, die Wasserlevel hassen, wie die Pest. Aber ich finde Wasserlevel immer sehr, sehr toll. Mir macht das Spaß. Mir hat auch der Wassertempel in The Legend of Zelda Ocarina of Time Spaß gemacht. Und ich fand den gar nicht so kompliziert und so schlimm, wie alle immer meinten. Ich meine, klar, das Wechseln von den Eisenstiefeln war nervig, ja. Aber an sich, ich fand das sehr, sehr cool. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich will eigentlich nicht hier reingehen. Da sind die Gegner reingeflogen. Ich gehe nochmal zurück. Und gehe mal da hinten die Treppe runter. Ich weiß, das ist jetzt... Ach komm, wir gehen da hinten rein. Sonst müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Wir kommen ja sowieso zurück, weil wir müssen da ja hin, um wenn wir den Druck wieder hergestellt haben. La la la. La 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 la. Ich bin gar nicht hier. Ihr braucht mich gar nicht beachten. Ich hoffe, da unten sind keine Gegner. Na? Na? Niemand hier? Das finde ich aber gut. Das finde ich sehr gut. Dann können wir hier einfach weitermachen. Ich meine, wir sind sowieso nur auf Touristen auf Durchreise. Wir suchen nur jemanden. Also müsst ihr uns doch gar nichts antun. Ein Schalter. Okay, ich wette, wenn wir den umlegen, dann kommen Gegner. Haben wir noch einen Schalter? Interessant. Aha. Jetzt bewegt sich hier diese Stange. Okay. Ich denke mal, hier drunter ist auch eine Stange. Ja, und die wollen wir auch in Betrieb setzen. Okay. Und dann müsste... Oh, nein, 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 nein. So nicht. Na, komm her. Nicht du, dein Kollege, der schon mehr Schaden erlitten hat. Na, wobei, du kannst auch herkommen. Ja, genau, komm du auch noch. Moment. Sind das drei? Ich habe doch dem einen schon Schaden zugefügt, oder? Jo. Okay, nein, anscheinend hatte ich den gar nicht getroffen. Ja, jetzt hat sich diese ganze Maschinerie hier in Betrieb gesetzt. Das ist doch schon mal cool. Das heißt, wir haben jetzt bestimmt den Druck wieder hergestellt und können jetzt den Aufzug nach unten benutzen. Oder was auch immer das für eine Konstruktion war mit dem Rad. Na, und wenn hier jetzt Gegner sind, dann habe ich ein Problem. Solange ich zurückweichen kann, ist das alles kein Problem. So wie hier. Das ist alles kein Problem. Da habe ich genug Platz, um zu zaubern. Und der muss erstmal herkommen. Das ist wunderbar. Kann das nicht immer so sein? So, da hinten waren wir schon. Ich muss gerade über... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe.
Okay, das eine ist ausgeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch das andere erwischen. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Ah, geh weg, 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 weg. So, komm her. Nein, das hat... Was? Warum habe ich den denn jetzt nicht getroffen? Oh. Ja, toll. Jetzt muss ich den Level nochmal machen. Ja, Erzviech. Komm her. Du blöde Kuh. Ja, genau. Weck das Skelett auch noch auf. Ah. Stirb. Ah. Ich drehe jetzt hier am Rad. Was ist das? Ein Schattengespenst? Oder war das ein Schattenskelett? Ich habe es nicht richtig gelesen. Genau. Jetzt stirbst du. Das ist nur eine Frage der Zeit. Hm. Aber der Erzlich macht doch nichts mehr. Das finde ich gut. Das hat er verdient. Ja, komm, stirb. Sehr gut. So, jetzt kann uns zumindest niemand mehr mit irgendwelchen Skeletten überraschen. Auch wenn wir 10 Goldstücke verloren haben, was ziemlich nervig ist. Aber nun gut, so ist es halt. Ja. Außer hier sind noch mehr Erzliche. Das ist natürlich, das wäre nicht so schön. Naja, gehen wir erstmal zurück. Oh ja, genau. Was willst du eigentlich von mir? Ich will ja gar nicht in euer Territorium eindringen, falls das der Grund ist, aus dem du mich angreifst. Ich möchte ja nur hier... Oh, okay, gut. Wenn wir hier hochgegangen wären, dann hätten wir sowieso da hochklettern müssen. Na schön. YOLO und so. Ja, das möchte ich jetzt noch nicht aktivieren, den Mechanismus, denn wir hatten ja noch eine Treppe, die nach unten führt. Und da sind wir gar nicht hingegangen. Oh, noch ein Checkpoint aktiviert. Praktisch. Ja, du kannst doch nicht einfach um die Ecke kommen. Hallo? Lass mal auf, so viel Schaden zu machen. Ja, komm bloß, du, komm her. Du musst jetzt für seine Sünden büßen. Du bist quasi der Skara-Jesus, mehr oder weniger, obwohl du nicht gekreuzigt wurdest. Aber das ist vollkommen irrelevant. Gehen wir erstmal hier runter und schauen uns an. Hm, noch mehr Maschinen. Und da oben ist ein Diamant. Ich will den haben. Was ist da hinten? Ah, hier sind 2 Räder. Moment, Moment, das muss ich mir erstmal genauer angucken. Ich habe eine dumpfe Erinnerung, wie wir da oben dran gekommen sind. Aber, also wir aktivieren erstmal dieses Rad. Und dann kommt hier Wasser, ja. Und dann kommen wir da hoch. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt muss ich hier schnell raus, bevor ich ertrinke. Weg, 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 weg. Schwimmen. Oh nein, warte, ich kann das Wasser wieder deaktivieren, oder? Ah, bitte, 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 bitte. Okay, okay. Ja, sehr gut. Und das Ding dreht sich. Bewegt sich. Sehr gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir... Na, wahrscheinlich gehört das auch zum Mechanismus für das Rad da. Wahrscheinlich mussten wir beide Mechanismen aktivieren, damit da jetzt Druck drauf ist. So, und jetzt kommen hier bestimmt wieder Gegner, oder? Nein? Ja, jetzt kommt hier unten auch was raus. Das heißt, wir können hier das Rad aktivieren. Ah, das ist gar kein Aufzug. Das ist so wie bei Riven. Dieser Raum, wo man die... Okay, wir sind hier schon gefangen, wenn wir hier reingehen. Na gut. Dieser Raum, den man drehen kann. Relativ am Anfang. Okay, wir dringen so langsam ins Herzen. Ins Herz dieser Einrichtung vor. Oh nein. Ja, jetzt sind wir bei... Und glaubt nicht, dass ich nicht wüsste, was ihr getan habt. Ich war vielleicht gefangen, aber ich bin nicht blind, was die Welt da draußen betrifft. Okay. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen bei Saw. Nicht mehr bei Bioshock, glaube ich. Ja, ich habe Bioshock nie durchgespielt, muss ich sagen. Ja, das ist Zale, den wir ja retten wollen. Und das ist so eine hübsche Maschine, die genau auf sein Herz zielt. Toll, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Wir haben verschiedene Schalter, okay? Und wahrscheinlich, wenn wir den falschen betätigen, dann ist es aus. Ja,
toll. Woher wissen wir denn jetzt, welchen Schalter wir tatsächlich betätigen sollen? Sollen wir mal einfach einen drücken? Haben wir sonst nirgendwo irgendwas? Doch, da. Na, ich werde erstmal einen der anderen Schalter betätigen. Aber ich hatte noch in Erinnerung, dass keiner dieser Schalter hier an der Wand richtig ist. Ja, dieses Geräusch gefällt mir ganz und gar nicht. Versucht es noch einmal. Ja, das Ding wird sich mal weiter senken und wenn wir die Schalter hier alle ausprobieren, dann wird Zale sterben. Aber wir haben ja hier einen versteckten Schalter. Und der sollte... Ja, genau. Der sollte ihn befreien. Ach. Sehr gut. Ihr wollt, dass ich die Festung am Pass von Kamzara zerstöre. Warum kommt ihr Leute immer zu mir und bittet mich, Dinge zu zerstören? Ich brauche dafür den Stab des Erdgeists. Er ging verloren, als ich Vatar besiegte. Ich glaube, dass er noch immer irgendwo in der Unterwelt ist, da ich seine Gegenwart spüre. Findet den Stab und trefft mich bei Kamzara. Okay. Das klingt vernünftig, aber irgendwo haben wir Gold übersehen. Es wurden nämlich nur 390 von 450 Goldstücken gefunden. Also definitiv 10 waren wir verloren, weil ich gestorben bin. Aber 50 müssten irgendwo noch sein. Das muss ich mir mal dann beim Offscreen durchspielen ganz genau angucken. Ich werde euch das dann nochmal zeigen, wenn es irgendwas Besonderes ist. Ja, okay. Das heißt, wir haben 390 neue Goldstücke gefunden und für seine Rettung unterstützt mich Zale mit etwas Gold für mein nächstes Abenteuer. Nochmal 450 als Goldstück als Belohnung erhalten. Also alles wie gehabt. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Die Unterwelt. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Den Zauberer. Ja, jetzt ist Zale auf unserer Seite. Das finde ich sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch der letzte reguläre Charakter, den wir freischalten können. Ja. Ich möchte nochmal gucken, was wir jetzt alles freigeschaltet haben. Zum Beispiel für die Druidin. Wobei, nein, dann gucken wir uns mal am Beispiel des Zauberers an. Dann können wir auch mal sehen, was er für eine Rüstung hat. Und zwar, na gut, wir haben leider noch immer noch nicht die schwere freigeschaltet, aber die leichte Rüstung sieht bei ihm so aus. Ein schöner Schuppenpanzer. Und die mittlere Rüstung hat dann schon so Krallen und oben so Knochenplatten. Also eigentlich ziemlich cool. Wir haben zwei neue Stäbe. Und ich glaube, der eine Stab kann nur vom Zauberer benutzt werden. Das möchte ich mal eben schauen. Ja, wir können hier... Genau, wir können hier den... Okay, Moment. Wir brauchen mehr Geld. Ups, so weit wollte ich nicht zurück. Ja, nein, ich will nicht... Da, das war das Level, das ich ausgesucht hatte. So, Druiden... Okay, die kann auch den Flammenstab ausrüsten. Na gut. Aber das ist für mich eher so ein Stab, den der Zauberer tragen sollte. Ja, das passt besser zu ihm. Und Seelenqual ist dann eher ein Zauber für die Druiden, oder? Wobei eigentlich nicht, nein. Ja, das ist Seelenqual. Den werden wir dann beim nächsten Mal vielleicht sehen. Und der Flammenstab. Wobei ich glaube, der Flammenstab war gar nicht so cool. Der ist... Ähnlich wie Stab der Finsternis, bloß stärker, allerdings sind die Geschosse nicht zielsuchend. Das ist halt nicht ganz so toll, wenn ich den richtig in Erinnerung habe. Das werden wir dann sehen. Ja, einen zweiten Stab brauchen wir nicht. Zeremoniendolch wie gehabt. 4 Heiltränke jetzt. Damit lässt sich doch ein bisschen was anfangen. Der Ritter, was hast du so Neues? Eriks Fluch. Das legendäre Schwert des sagenumwobenen Helden Erik von Zelenheim. Wer auch immer das ist. Ah, und wir haben dann den Ahnenschild. Ah, cool. Wir haben einfach mal von Mechelon ein Schild geklaut. Sehr schön. Ja, hast du gut gemacht. Aber warte mal, ich wollte mir die anderen Waffen noch angucken. Was haben wir denn da? Als Axt. Die Schmetteraxt. Ein gewaltiges Kriegswerkzeug von gigantischen Ausmaßen. Ja, ist in Ordnung. Und dann haben wir den Streitkolben. Eine schwere und wuchtige Waffe, die der manche Rüstung nicht trotzen kann. Das sieht eher aus, als ob die Dregatar das benutzen würden. Naja. Jetzt wollte ich mir noch angucken, ob wir schöne Bögen haben. Nee, nur den Präzisionsbogen. Die Reputierarmbrust hat sich gar nichts getan. Haben wir wenigstens noch coole Munition bekommen. Pfeile. Brandpfeile.
Nö. Irgendwie nicht. Was, wie sieht es bei den Bolzen aus? Nö. Ja, irgendwie hat sich bei der Jägerin so gar nichts getan. Das ist schade. Aber naja, wie es dann weitergeht und wie es so in der Unterwelt aussieht, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, macht's gut.